inside me, leave me on my way. Oh Lord, live inside me, leave me on my way. Jetzt bei Fort Weintritt in Neusiedl am See, Eisenstadt und Baden bei Wien. Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt. Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir waren bei der Eröffnung des Skoda-Betriebes im Autohaus Camper in Neusiedl am See und berichten über die Waldviertel-Rallye. Das Autohaus Camper in Neusiedl am See hat Zuwachs bekommen. Und zwar in Form eines neuen Skoda-Betriebes inklusive Schauraum, Werkstatt und Lager. Ein schöner Grund, Freunde und Kunden zur feierlichen Eröffnung einzuladen. Bereits seit 1974 ist die Firma Camper mit einem Autohaus in Neusiedl am See vertreten, seit 4 Jahren auf dem neuen Standort im Gewerbegebiet. Die Marken VW und Audi wurden bisher schon angeboten. Seit Sommer dieses Jahres sind nun auch Modelle der Marke Skoda zu erwerben. Wir hatten ja schon einige Jahre, über Jahrzehnte sogar schon den Servicevertrag von Skoda. Aber nun, da es etliche Änderungen im Bezirk gegeben hat, beziehungsweise auch in Ostösterreich, durften wir kooperieren mit der Marke Skoda. Und das freut uns schon sehr, sehr, sehr. Es ist doch eine Tochtermarke von der Volkswagen-Gruppe und glaube ich, wir sind sehr, sehr stolz. Das Design des Skoda-Schauraumes wurde natürlich dem aktuellen Skoda-Design angepasst. Platz für die umfangreiche Skoda-Palette gibt es hier genug. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Modellpalette haben wir in Österreich auch alle Händlerbetriebe erneuert, optische neue Gestaltung und auch die Qualität im Händlernetz gesteigert. Konkret bedeutet das, dass wir im Bereich Bahndorf, Neusiedl, jetzt mit Camper einen ganz, ganz starken Händler in dieser Region in unserem Händlernetz begrüßen dürfen. 84 Personen im Verkauf und Service sind mittlerweile bei der Firma Camper in Neusiedl insgesamt beschäftigt. Ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Na, die Firma Camper hat natürlich für das Burgenland einen sehr großen Stellenwert, denn einerseits wurden viele Arbeitsplätze geschaffen, qualifizierte Arbeitsplätze, die Automobilindustrie ist im Wandel, die Kfz-Techniker werden immer besser ausgebildet und dass heute ein neues Autohaus eröffnet wird, zeigt, dass man sich breiter aufstellt. Ein buntes Rahmenprogramm wird dem Publikum natürlich auch geboten, sei es BMX-Weltcupsieger Gernot Ibonik oder die Tanzgruppe Flying Steps. Eröffnungen sind auch immer gute Gelegenheiten, Danke zu sagen. Sei es an die Mutter, an Tochter Valentina, die seit kurzem den Vater im Betrieb unterstützt, oder ehemalige treue Mitarbeiter. Der geistliche Segen darf natürlich auch nicht fehlen und eine Überraschung brachte der Bürgermeister von Neusiedl am See, Kurt Lentsch, mit. Die Camper Autohäuser werden ab sofort in der Josef-Camper-Straße in Neusiedl am See beheimatet sein. Eine schöne Erinnerung an den Firmengründer. Das bestens unterhaltene und kulinarisch betreute Publikum kann auch die neuesten Skoda-Modelle in Natura bewundern. Darunter die neuen Skoda Superb Kombi, das Raumwunder unter den Kombis. Ein sensationelles Auto, insbesondere wenn man den Fond anschaut, dass man hier wirklich enorm viel Platz hat. Für ein gehobenes Mittelklasse-Auto sensationell, auch die individuelle Regelung der Klimaanlage. Für die Fondpassagiere ein ganz, ganz toller Komfort. Die Verarbeitungsqualität super. Ich bin selber Skoda-Fahrer seit einem Monat und bin hellauf begeistert vom neuen Design dieser Fahrzeuge. Praxis mit dem neuen Superb hat auch bereits der Landeshauptmann gesammelt. Ich bin letzte Woche mit einem Superb einige Tage gefahren. Ein tolles Raumangebot, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Tja, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, viel Platz und ein modernes Design, ordentlich verarbeitet. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann informieren Sie sich persönlich bei Skoda Camper in Neusiedl am See. To
Toyota Safety Sense. Jetzt gratis. Nur bei den Safety Days. Diese und viele weitere Aktionen bei Ihrem Toyota-Partner. Jetzt im Toyota-Zentrum Stifter in Marz. Und bei Toyota Ulrich in Steinbrunn. Werben Sie auf unseren Video-Walls an den attraktivsten Standorten Österreichs. Zeigen Sie sich, wenn andere verblassen. Less Video-Walls. Jetzt bei Ford Weintritt in Neusiedl am See, Eisenstadt und Baden bei Wien. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Den nachfolgenden Beitrag widmet Ihnen Remus Sportauspuffanlagen. Die Waldviertel-Rallye ist wie schon in den letzten Jahren der traditionelle Abschluss der österreichischen Rallye-Saison. Mit Raimund Baumschlager steht der heurige Meister zwar schon fest, um eine Entscheidung geht es aber noch, und zwar um die zum Beifahrertitel. Bei dieser Wertung gibt es ein echtes Finale zwischen Bernhard Ettel und Katrin Becker. Wer von den beiden mit ihren Piloten Walter Mayer bzw. Michael Böhm im Ziel besser platziert ist, gewinnt den Titel. Schon am Freitag zeichnet sich der Sieg für Katrin Becker ab. Nach den drei Sonderprüfungen des ersten Tages belegt Michael Böhm bei seiner Premiere mit dem Ford Fiesta S2000 und Beifahrerin Katrin Becker Rang 4. Und das, obwohl er durch eine Grippe geschwächt ist. Bernhard Ettel hingegen ist mit seinem Fahrer Walter Mayer in der Gesamtwertung nur an der 8. Stelle. Auch Walter Mayer setzt zum ersten Mal ein neues, also ungewohntes Auto an. Einen Peugeot 208 T16 R5. Unangefochten an der Spitze, wie erwartet, Raimund Baumschlager und Thomas Zeltner mit ihrem Skoda Fabia R5 mit drei Bestzeiten. Dahinter an der zweiten Stelle ist aber schon die erste große Überraschung zu finden. Niki Meyer-Mellenhof, eigentlich ein Rundstreckenpilot. Er belegt mit seinem routinierten Beifahrer Leopold Welsersheim am Freitag am Abend Platz 2. Knapp dahinter an der dritten Stelle der Vorjahressieger der Waldviertel-Rallye Christian Schubert-Mrlik. Er pilotiert seinen gewohnten, wenn auch schon älteren Subaru Impreza WRX. Völlig neu hingegen ist der Ford Fiesta R5 für Karl Wagner. Der ehemalige Meister bei den historischen Fahrzeugen hat seinen gewohnten Porsche in der Garage gelassen und setzt hier erstmals einen allradgetriebenen Wagen ein. Schnellster der Piloten mit Gruppe H Autos ist am Freitag Simon Wagner mit einem Mitsubishi Evo 7 und Ursula Meierhofer am Beifahrersitz. Das Duo belegt den 6. Platz in der Gesamtwertung. In dieser Division an der 2. Stelle ist Günther Kaltheis, ebenfalls mit einem Mitsubishi Evo 7. Er muss in der letzten Sonderprüfung des Tages stehen bleiben, da vor ihm ein Mitbewerber von der Strecke geflogen ist. Alles okay? Alles okay? Am Freitag sind die Schotterstraßen staubig, am Samstag in der Früh beginnt es pünktlich zum Start der ersten Sonderprüfung zu regnen. Raimund Baumschlager ist auch am Samstag das Maß aller Dinge. Mit Beifahrer Thomas Zeltner ist er auf allen Sonderprüfungen der Schnellste und gewinnt mit seinem Skoda Fabia R5 schließlich überlegen. Es ist das vierte Mal, dass der Rosenauer bei einer Rallye alle Sonderprüfungen gewinnen kann. Dass wir da alle Bestzeiten fahren, habe ich mir jetzt nicht gedacht, weil auch wir waren jetzt zweimal im Acker, jetzt auf der letzten einmal, so circa 40 Meter, weil es so rutschig gewesen ist. Klar, ist es immer schön, wenn du halt jede Prüfung gewinnen kannst. Und das ist eigentlich immer der Ehrgeiz noch groß genug, dass wir das auch wirklich holen. Und ja, jetzt der Waldviertel, die meisten Siege zu haben, ist natürlich das Nächste, was wunderbar dazu passt zur heurigen Saison, weil die war wirklich sehr, sehr erfolgreich. Den Kampf um Platz 2 entscheidet der Ungar Attila Rongitz für sich. Er kann den Waldviertler Christian Schubert-Mrlik gerade einmal um 4,1 Sekunden hinter sich lassen. Im Vorjahr hat der Subaru-Pilot hier gesiegt. Diesmal ist er auch mit Platz 3 zufrieden. Wir haben, glaube ich, heute sagen können, dass es vorher gesehen hat, nicht nur ein Eintagsfliege, weil wir da gewinnen haben können.
mit dem dritten Platz. Wir haben bis zur letzten Sonderprüfung gefeiert um 2-3. Schlussendlich ist es um 4 Sekunden ist das ja nicht ausgegangen, aber ich bin total happy. Wir haben gezeigt, wie wir schnell Auto fahren können und ja, es hat richtig Spaß gemacht. Platz 4 geht an Michael Böhm, der bei seiner Premiere mit dem Ford Fiesta S2000 seine Beifahrerin Katrin Becker zum zweiten Meistertitel in dieser Saison chauffiert. Sie hat ja auch den Titel bei den zweiradgetriebenen Fahrzeugen gewonnen. Summe aber positives Resümee. Die Katrin ist Doppelstaatsmeisterin bei den Co-Piloten und ich Vizestaatsmeister. Also tolles Ergebnis. Am zweiten Tag muss Niki Meyer-Mellenhoff doch seiner fehlenden Erfahrung im Rallye-Sport Tribut zollen. Zunächst an der zweiten Stelle verliert er doch ab und zu die Kontrolle über seinen Ford Fiesta R5 und damit Zeit. Dennoch, der fünfte Gesamtrang ist ein hervorragendes Ergebnis für ihn und seinen Beifahrer Leopold Welsersheim. Die Rallye-Saison ist damit beendet. Im nächsten Jahr soll es nach der Absage der Jena-Rallye statt 8 nur noch 7 Staatsmeisterschaftsläufe geben. Diesen Beitrag widmete Ihnen Remus Sportauspuffanlagen. Diese Sendung widmete Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt.